Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Von der Firma Peak gibt es ja bekanntlich mehrere BCAA-Produkte. Zum einen das Pulver, das sogenannte TST BCAA. Dann gibt es auch noch diese dicken Tabletten, die Megataps. Und hier in der Hand habe ich die BCAA-Caps von der Firma Peak. Und zwar hat hier vor kurzer Zeit so eine kleine Veränderung stattgefunden. Es sind jetzt 240 Kapseln enthalten. Davor waren es, glaube ich, 220. Und auch sonst hat sich ein bisschen was verändert. Was mir immer auffällt, ich ziehe immer dieses weiße Ding, diese weiße zweite Sicherung mit ab, also die hängt so im Deckel drinne. Allerdings werdet ihr, wenn ihr das Produkt bei uns bestellt, die immer original versiegelt bekommen. Ansonsten geht diese zweite Versiegelung immer mit dem Deckel ab. Solltet ihr vielleicht wissen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die ist im Übrigen hier auch nicht mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchem Klebstoff befestigt. So, zurück zum Thema, und zwar diese Kapseln sind etwas größer geworden, wie ihr unschwer erkennen könnt. Es gibt verschiedene Kapselgrößen, die sind jetzt meiner Ansicht nach gut schluckbar, sind ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, augenscheinlich sind die ein bisschen kleiner als diese Riesendinger von der Firma Olymp. Die sind ja bekannt für diese Mega-Caps. Da sind die ein bisschen kleiner, aber immer noch etwas größer, als dass sie davor waren. Wir schauen uns die jetzt erstmal genauer an. Erstmal seht ihr natürlich, dass das eine Kapselhülle ist, die besteht aus Rindergelatine. Wenn ihr die Kapsel öffnet, ich mache das einfach mal zu Showzwecken. Durch eine leichte Drehung stellt ihr fest, die sind randvoll gefüllt mit Pulver. Das heißt, in dem Moment, wo ihr merkt, ihr habt ein Problem, diese Kapseln zu schlucken, habt ihr auch die Möglichkeit, das Pulver einfach aus der Hülle rauszuholen, in Wasser zu füllen, und es sieht dann so aus. Dann habt ihr das Produkt nicht ganz umsonst gekauft, nur mal so als kleiner Trick. Die lassen sich auch sehr gut aufdrehen. Ansonsten haben wir hier in diesem Produkt mehr als BCAAs enthalten, also diese BCAA-Aminosäuren, das Leucin, das Isoleucin und das Valin sind hier pro Portion, die mit 10 Kapseln angegeben wird, zu 8000 Milligramm enthalten, also 8 Gramm BCAAs. Des Weiteren haben wir hier pro Portion, also das sind auch wieder diese 10 Kapseln, dürft ihr jetzt nicht vergessen, 10 dieser Kapseln werden als eine Portionsgröße auf der Verpackung angegeben, 100% der Tagesempfehlung von Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Pantothensäure. Also da braucht man meiner Ansicht nach gar nicht 10 Kapseln von nehmen, sondern es reichen 5 Kapseln aus. Dann habt ihr euch 4 Gramm BCAAs in einer sehr hochwertigen Qualität zugeführt. Das Ganze auch noch mit den B-Vitaminen, was sicherlich eine sinnvolle Sache ist in der Kombination, weil wir eben auch wissen, gerade für den Energiestoffwechsel sind die B-Vitamine wichtig, aber man nimmt eben auch solche Dinge mit der normalen Ernährung auf, also da muss man auch keinen Hehl draus machen, dass es auch möglich ist, diese Vitamine eben über die ganz normale Ernährung aufzunehmen, gerade wenn man sich ausgewogen ernährt. Über die ganz normale Ernährung wird man allerdings keine BCAAs in isolierter Form bekommen. Ich zeige euch das einfach mal, ich habe jetzt hier 5 Kapseln, die 5 Kapseln plus das, was ich mir jetzt hier ins Wasser gemacht habe, kann ich ganz einfach schlucken, und das zeige ich euch einfach kurz. Ohne Probleme. Was ich allerdings dazu sagen sollte, die Löslichkeit von den BCAAs in Pulver, die ist nicht sonderlich gut. Daher auch ein Kapselprodukt. Ihr seht, der Shaker, der ist jetzt voll mit diesen weißen Anhaftungen. Um es nochmal ganz klar zu sagen, die Kapselhülle hier, die besteht aus Rindergelatine, damit für Vegetarier nicht geeignet, aber für alle muslimischen Sportsfreunde ohne Probleme einnehmbar. Steht hier auch wortwörtlich drauf, Kapselhülle ist aus Rindergelatine, also keine schweinischen Inhaltsstoffe, tierische schon, aber keine schweinischen. Um das nochmal ganz klar zu sagen, steht hier eben auch drauf. Ansonsten aus meiner Sicht genau die richtige Kapselgröße. Wer die nicht schlucken kann, der sollte das entweder trainieren oder er kann dann eben auch das Produkt, so wie ich es auch gezeigt habe, einnehmen. Ich denke, das ist eine durchaus sinnvolle Sache, weil wir eben BCAAs in isolierter, freier Form in der Natur über die normale Ernährung nicht bekommen können. Macht es Sinn, so ein Produkt rund ums Training, das heißt vor dem Training, während des Trainings oder nach dem Training. Während des Trainings braucht man eigentlich nicht, aber vor und nach dem Training einzunehmen. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Diese BCAA-Kapseln, die findet ihr bei uns im Muskelmacher-Shop. Dazu verlinke ich euch das Produkt nochmal in der Infobox, und wir sehen uns im nächsten Review. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon.